Ich bin drin. Und du? Ich bin jetzt in ihrem System. Ihre Firewalls sind totaler Schrott. Komm ich da rein? Die Tür ist die Treppe runter. Wie vorher. Du sorgst für Strom, ich öffne sie. Unter Strom setzen ist mein Ding. Fast geschafft. Das war's. Schloss deaktivieren. Erledigt. Was ist da? Ihr persönlicher Stimmverschleierer, auf Ihre Stimme angepasst, stört Aufnahmegeräte im Umkreis von 3 Metern. Und den soll ich haben, weil... Naja, Sie sind als Sprecher des Unternehmens immer sehr direkt. Da muss ich gleich mal unterbrechen. Ich kann mich sehr gut beherrschen. Du solltest lieber mal alle anderen verschleiern. Verstanden? Der Reaktor steht geradeaus auf der Hauptebene. Oh Mann, ich dachte echt, dieser Umweltbericht ist unser Ende. Wir haben vor in dem Stadtrat. Roxans Elite ist doch sicher schon erlöst wegen der Wahl. Studieren Sie, dann geht es eine Vorstandsversammlung und erwähnen die Wahl. Ich wusste, ich schaffe das. Schon von dem Bugle-Artikel gehört, wird das passen, ja? Nein, was war los? Der Bugle hat... Und ausgenockt. Nimm dich vor Spinnen in Acht. Sieg für Spider-Man. Bei sich. Wir können Leute wie Krieger nachts so schlafen. Hat wahrscheinlich so ein Ding, das Meeresgeräusche abspielt, um mein Gewissen zu übertönen. Rette vor!
wieder entdeckt. Das möchte ich gern zurückgeben. Okay, der Reaktor darf niemanden mehr schaden. Ich muss ihn endgültig abschalten. Du hast viel Nu-Form absorbiert. Hoffentlich haben deine Kinder später nicht drei Augen oder so. Ich muss das hier ausschalten. Das schafft kein anderer. Vielleicht finde ich was auf dem Computer. Rocks on Rockstars. Wie cool findet ihr es, jeden Tag aufs Neue die Zukunft mitzugestalten? Hm? Das könnte sich allerdings ganz schnell ändern, wenn uns ein Leck einen Strich durch die Rechnung macht. Informationssicherheit ist von absoluter Wichtigkeit. Deshalb müssen ab jetzt alle Mitarbeiter ihre Handys, Laptops und andere Kommunikationsgeräte am Eingang abgeben. Okay? Gut. Denkt dran, wir sind für euch da. Oh Mann. Gut, dass ich da nicht drin gelandet bin. Also, mir war klar, dass du als Spider-Man Feinde hast, aber nicht, dass auch Roxanne dazugehört. Ja, die sind noch korrupter, als ich dachte. Wir finden einen Weg, Roxanne bloßzustellen. Aber nicht so wie der Underground. Ohne dich hätte ich keine Chance gegen den Konzern. Danke, Mann. Bis dann.